Achim Pfeiffer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, Frau Bundesministerin der Wirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, wir können stolz sein auf das, was wir gemeinsam in den vergangenen Jahren erreicht haben. Deutschland steht so gut da wie lange nicht, vielleicht wie noch nie. Wir gehen in das 9. Jahr eines Aufschwungs. Dieser Aufschwung ist mittlerweile wohl der längste Aufschwung, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik haben. Und es ist ehrlich gesagt fast schon etwas unheimlich, wenn man die Zahlen sieht, die wir jetzt auch für das nächste Jahr oder für dieses Jahr 2018 prognostizieren dürfen. Das Wirtschaftswachstum wird noch mal kräftig zulegen, auch gegenüber der Projektion vom Herbst letzten Jahres auf 2,4%. Und das Wachstum wird auch breit getragen. Der Aufschwung hat begonnen als ein Exportaufschwung, wurde dann durch eine zweite Säule ergänzt, nämlich den Binnenmarkt, die Binnenkonjunktur, die Binnennachfrage in Deutschland. Die ist nicht nur stabil, sondern auch weiter im Steigen. Und was in den letzten Jahren auch häufig beklagt wurde, dass die Investitionen nicht im notwendigen Umfange nachziehen, sowohl die privaten als auch die öffentlichen. Das ist jetzt auch der Fall. In den letzten Monaten haben insbesondere auch die Investitionen an Dynamik zugenommen. Ersatzinvestitionen, Erneuerungsinvestitionen in neue Technologien, die Digitalisierung wurde angesprochen, nehmen Fahrt auf. Und so ist dieser Aufschwung auf mindestens drei Säulen stabil verankert. Und es besteht die Hoffnung, dass er auch weiterhin trägt. Wir gehen auch davon aus, anders als noch vor zwei Jahren, dass nicht nur die Zahl der Beschäftigten weiter zunimmt, sondern auch die Arbeitslosigkeit noch mal abnimmt und auf ein neues Rekordtief seit der Wiedervereinigung zurückgeht. Das ist ausgesprochen erfreulich, wenn man vor allem auch die Flüchtlingsthematik sieht mit den Menschen, die dort ja auch zunehmend auf und in den Arbeitsmarkt drängen. Der Aufschwung kommt auch bei den Menschen an. In diesem Jahr werden voraussichtlich die Haushaltseinkommen um 3,6% wachsen. Das heißt, wie in den letzten Jahren wird real für die Menschen, die diesen Aufschwung auch erarbeiten, am Ende mehr auf dem Konto sein. Die Inflationsrate wird moderat bei 1,7% liegen, sodass dieser Aufschwung wirklich auch bei den Menschen ankommt, die ihn erarbeiten und über die Mechanismen dann auch beispielsweise in der Rente ankommen und auch die Rente weiterhin steigen kann. Und das Ganze führt trotzdem dazu, dass die Sozialversicherungsbeiträge stabil bleiben. Wir erwarten und haben das Ziel, die unter 40% zu halten. Das wird auch Bestandteil einer möglichen Koalitionsvereinbarung sein. Und wir werden dort, wo es möglich ist, Entlastungen machen, beispielsweise bei der Arbeitslosenversicherung den Betrag entsprechend senken. Und deshalb ist es gut und richtig, wir können stolz darauf sein, was wir gemeinsam erreicht haben. Aber wir können uns auch darauf nicht ausruhen, es ist kein Selbstläufer. Es gibt ein Thema, was das Wachstum beschränkt und was als Wachstumsfessel sozusagen ein weiteres Wachstum gefährdet. Das ist nämlich der Fachkräftebedarf. Mittlerweile ist der Fachkräftebedarf an allen Ecken und Enden zu spüren, nicht nur im Handwerk, sondern auch in der Industrie. Und wenn es nicht gelingt, hier genügend Fachkräfte zu mobilisieren, dann wird entsprechend der Wachstumsmotor dort ins Stottern kommen bzw. nicht so rundlaufen, wie wir uns das vielleicht wünschen. Deshalb müssen wir in der Tat alle Potenziale heben. Zunächst die Potenziale, die wir im Inland haben. Und da haben wir immer noch 1 Million Menschen, die eigentlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten, es aber nicht tun. Da wird man aber nicht nur mit mehr Geld das machen, sondern die müssen wir richtig auch aktivieren. Und deshalb müssen wir aus meiner Sicht auch da mal drüber nachdenken, was man mit den Reformen am Arbeitsmarkt richtig getan hat vor 15 Jahren.
Deshalb sind wir heute da, wo wir sind, wo wir dort noch weiter gehen müssen, um insbesondere bei der Langzeitarbeitslosigkeit, die wir schon halbiert haben, aber es sind noch 1 Million da, auch weiter zu aktivieren. Und das wird nicht nur mit mehr Geld sein, sondern da müssen wir an die Menschen ran und die auch entsprechend mobilisieren. Da gilt es, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern, zum Beispiel für Betreuung, dass auch die Frauenerwerbstätigkeit, die ja deutlich gestiegen ist, weiter zunimmt, dass die Erwerbsbeteiligung der Älteren weiter steigt. Das ist eines der großen Erfolgsgeheimnisse auch unserer Erfolgs am Arbeitsmarkt, den wir gemeinsam haben, dass die Erwerbsbeteiligung der Älteren ab 55, aber auch über 60 deutlich zugenommen haben. Und wir haben hier in der letzten Legislatur mit der Flexirente beispielsweise ja auch Weichenstellungen in die richtige Richtung vorgenommen. Gleichzeitig ist es wichtig, natürlich den Haushalt weiter zu konsolidieren. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr die Maastricht-Grenze erreichen, unter 60% des BIPs. Das hat auch mit niedrigen Zinsen zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir Schulden zurückzahlen. Ihr habt das noch nicht zustande gebracht, wo ihr irgendwo unterwegs seid. Also wir zahlen Schulden zurück. Erstmalig geht die Schuldenuhr nach rückwärts. Und wir werden diesen Weg konsequent weitergehen, weil er uns auch Spielräume für die Zukunft eröffnet. Aber wir müssen in der Tat auch die Infrastruktur weiter ausbauen. Wir brauchen schnellere Planungen im Verkehrsbereich, aber auch im Baubereich, im Wohnungsbereich. Deshalb brauchen wir Planungsbeschleunigung. Wir wollen und werden im Koalitionsvertrag auch hier hoffentlich entsprechende Aussagen machen. Wir müssen die Gigabit-Gesellschaft entwickeln, indem wir nicht nur Breitbandausbau forcieren, sondern indem wir auch im bestehenden Funknetz beispielsweise bei der nächsten Ausschreibung auch noch vorhandene Lücken korrigieren. Wir müssen weiter auf Forschung und Entwicklung setzen. Wir haben jetzt knapp 3%. Damit sind wir sehr gut, mit an der Spitze in Europa. Aber weltweit gibt es andere Länder wie Südkorea und Japan, die noch besser sind. Deshalb wollen wir die Forschung und Entwicklung weiter ausbauen. Neben der bewährten Projektförderung, Frau Ministerin hat es angesprochen, auch eine steuerliche Forschungsförderung endlich einführen, die viele auch oft ja schon im Wahlprogramm dann hatten. Und wir müssen und wollen dann auch entsprechende Entlastungen machen, womöglich Einstieg beim Solidaritätszuschlag. Wir müssen aber auch ganz genau beobachten, was der Rest der Welt macht, was da gerade in den USA stattfindet, mit einer Steuerreform, die natürlich auch den weltweiten Wettbewerb beeinflusst. Und da können wir und wollen wir auch in Deutschland, Europa steuerpolitisch nicht untätig sein. Insofern bleiben auch in diesem Aufschwung noch genug Aufgaben übrig, für die wir uns einsetzen wollen, damit dieser Aufschwung auch in ein 10., 11., 12. Jahr gehen kann. In diesem Sinne setzen wir uns ein. Herzlichen Dank. Lassen Sie es uns anpacken. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Leif-Erik Holm, AfD.